bist du mit Kamera wieder. Bist du bereit für Vlog Nummer 2? Wieder die Tagesverfolgung, wirst du mich überall im Bett und ich hab dich nicht im Bett verfolgt. Ich habe ihn nicht im Bett verfolgt. Die Zeiten sind vorbei. Für uns geht's jetzt los in ein sehr ereignisreiches Wochenende. Und der erste Punkt, Programmpunkt, ist ein Workshop in Wien in den Sophienseelen. Here we go. Oh, wer ist das am Auto? Marxergasse. Marxergasse. Bitte nennen Sie die Hausnummer. Das ist so unfair. Immer, wenn ich eine Adresse in dieses Navigationssystem spreche, versteht sie mich nicht. Aber Vadim versteht sie. Jo, du hörst, du redest so, ja, geh mal hin und mach mal das. Mir sagen schon alle, dass man erkennt gar nicht mehr, dass ich aus Österreich komme. Ich habe so einen deutschen Akzent. Jo, hörst, dann bring's zurück. Die Sonne ist richtig stark heute. Hier wird schon aufgebaut. Hallo Norbert! Herzlich willkommen bei One and Dance! Hi. Hi! Servus! Geht's euch gut? Ja, danke schön! Hey, servus! Uns geht's super! So, ihr Lieben, wir sind umgezogen. Vadim am Barry. Sexy in Black. Ich bin in hellblauer Spitze. Diese Art von Workshops machen wir sehr, sehr häufig, entweder in Tanzschulen oder bei Veranstaltungen. Und wir freuen uns jedes Mal darauf, weil es einfach schön ist, Menschen zum Tanzen zu begeistern. Wir würden noch viel mehr davon machen. Ja, also an alle Veranstalter da draußen, buchen, buchen. Hab ich recht? Recht hast. Yes, oh, I like that. Wir werden verkabelt. Ist das so angenehm, Katrin? Er ist normal nicht so freundlich. Das stimmt nicht. Super. Sie ist verkabelt. Woohoo! Ich mag dieses Ding, ich fühle mich immer wie Michael Jackson dabei. You wanna be starting something, got to be starting something, hard to get over. Yeah, yeah. Good to get under. Yeah, yeah. Look in the mirror. Herzlich willkommen. Das ist die Pausenmusik. Tango-Workshop ist beendet. Weiter geht's mit QS. Was ist Q? Quickstep. Das sollte ich eigentlich wissen an dieser Stelle. QS. Und ja, wir haben jetzt nur 10 Minuten Pause, also ich muss aufs Klo. Arbeit, danke schön, Vadim. Und wir müssen uns jetzt mega beeilen, weil wir haben jetzt unseren nächsten Job direkt im Anschluss an einer anderen Location. Und wir nehmen euch natürlich mit. Bist du dabei, das ist anstrengend. Weißt du die Adresse? Nein. Und unsere Aufgabe ist es, 3 Stunden lang mit denen zu tanzen. Natürlich sind sie eingeschränkt, können nicht alles machen, was wir normalerweise unterrichten. Deswegen ist es für uns auch eine neue Herausforderung. Aber wir freuen uns sehr darauf und wir hoffen, dass wir
ja, den Menschen ein bisschen Freude geben können, ein Lächeln ins Gesicht und einfach zeigen, dass man beim Tanzen vielleicht sogar Schmerzen vergessen kann. Hallo Anna. Danke fürs Kommen. Ihr seid echte Schätze. Ihr wollt mal euer Zeug hinlegen und euch vielleicht bitte noch frisch machen oder mal den Schlüssel fürs abgesperrte Büro. Hier seht ihr, da vorne ist das Podest. Ja. Da könnt ihr was zeigen, wenn ihr sichtbarer cool sein wollt. Okay. Und da ist die ganze sozusagen der ganze Raum. Das ist unsere Assistentin heute. Hallo Judith. Hallo. Wir freuen uns schon sehr. Ich freue mich auch. Das so ab das und dann ist ein Kaugummi. Ja, und dann rechtzeitig, man kann das irgendwie da hat man wieder. Bist du deppert, das ist anstrengend. Ich könnte jetzt eigentlich echt schon schlafen gehen. Ich bin so müde, so kaputt. Wir tun alles. Ja, gut. Wir haben noch das Gleiche vor uns. Es war unglaublich schön. Es war echt unglaublich schön, aber es war richtig anstrengend. Und jetzt geht's wieder zurück zur ersten Veranstaltung. Cappuccino für Rudolf. Costa Gött. Ich habe letztes Mal bezahlt. Aber ich komme jetzt nicht zu meiner Geldbörse. Ah. Halt mal die Tasche. Oh, übernimmst du das Fee? Costa Gött. Obergött. Und ich würde gerne auch das bestellen, aber ich darf nicht zu viel Süßigkeiten. Oh, und das will ich auch. Und das will ich auch. Ich kann die Kamera nicht zu lange geben, weil du erzählst den Leuten, und ich will auch was das du alles essen. Ich will willst das auch, aber ich darf nicht. Ich bin nicht erlaubt, das alles zu Focus. Devil's Chocolate. Hast du gesehen? Okay. Focus. Mein Gott. Focus. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Wisst ihr, warum ich meinen Kaffee für Rudolf bestellt habe? Weil du mich nachmachst, weil ich ihm einen anderen Namen sage. Ja, wer ist Rudolf? Rudolf ist der Sohn von Sissi. Nein. Doch. Das war ein besserer Gedanke als Noree? Ja. So, Rudolf und Jana werden jetzt ihre Kaffees genießen. Vadim, ich habe gerade dein favorite Hashtag entlarvt. Hashtag we work hard. Ja. Du postest das jeden Tag. Das hat Justin Bieber mal gepostet. Du kopierst Justin Bieber? Ja. Was ist mein favorite Hashtag? Oh, I know. My favorite Hashtag is Hashtag Vadims best moments. Fällt dir echt nichts ein? Ich kann einen Werbungsslogan dir sagen. I love this rhythm. Yes! Und damit meine ich nicht den Rhythmus einer Musik. Das muss ich jetzt auch mal erklären. Ich meine damit nicht den Rhythmus einer bestimmten Musik. Ich meine eigentlich den Rhythmus des Lebens generell. Ups and downs. Dass es immer wieder weitergeht. Dass man weitermachen muss, an sich selbst glauben muss. Das meine ich mit Rhythmus. Alles im Leben hat einen Rhythmus. And I love this rhythm. Because that's what life is about. Got me? Got you. Rhythm. I got music, I got my man, who could ask for anything more? Das Thema ist Golden Night, deswegen bling, 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 bling bis zu den Schuhen. Alles Gold. Last job for today and let's the workshop on performance. Genau. Ein Schnupper-Workshop und dann endlich schlafen. Nein, zuerst parken und dann schlafen. Ja. Leider. Und jetzt nach links neigen und nach vorne. Es ist ein fast
Kuss. That's a Wahnsinn mit Musik. Quick, slow. Super. Bravo. Bist du der Ball, das ist anstrengend. Feierabend! Ja, nicht ganz. Fuck. Doch, ganz. Feierabend. Ganz. Feierabend. Ha. Das war einer der anstrengendsten Tage ever in my life. Aber auch wunderschön. Das ist der Unterschied zwischen Vadim und mir. Wenn ich am Arsch bin, kaputt, müde, fertig, dann werde ich total aufgedreht und crazy und verrückt. Und er? Ganz gechillt, so geduldig und ruhig wie immer. Ich muss nach Hause. Ja, ich auch. Sonntag, der 15. Oktober, kurz vor 6 Uhr früh. Nach ungefähr 4 Stunden Schlaf und Packen. 1:00 Wir sind immer noch vegan, also egal wie früh es ist, für die richtige Ernährung muss gesorgt sein. Butterbrot, Papier. Los geht's. Morgen. Wir müssen die Sachen schnell umpacken, weil wir haben doch einen Koffer zusammen. Ich hab nur ein kleines Ding. Wir fahren jetzt los zum Flughafen, weil wir haben heute eine Show in Berlin. Und wir sind nicht wirklich in der Zeit. Ausgeschlafen? Wir sind zu spät? Nein, das schaffen wir. Du willst immer super früh am Flughafen sein. Es reicht eine halbe Stunde vor Abflug. So much guga, da 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 da, guga, 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 guga. Yes. An apple a day keeps the doctor away. Normalerweise. Fahren wir hin? Nein, ich sollte schon jetzt aufmachen. Ist nicht. Na bitte. Mein Dima. Das war ein blonder Moment. Rückflug, also sind für den Rückflug auch schon eingecheckt. Haben Sie alles schon erledigt? Habe ich alles schon erledigt. Was sagst du denn, Minister Garbuzov? Ich wusste nicht, wo der Rückflug ist eigentlich. Heute 19:55 Uhr. Geil. Und dann gute Flug nach Berlin. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vadim, bist du vor mir hier? Was ist los? Übernimm das mal. Ich bin zum ersten Mal vor Katrin da. Du musst, du hast die umgedreht. Es ist noch frei, es wird ganz besetzt sein, wir werden keinen Platz jetzt haben. Das ist ja immer so bei sehr frühen Flügen. Hast du Sissi Thaler gekauft für Peter? Mhm. Ja? Super. Hab ich gemacht. Wir schenken jetzt wirklich an alle Sissi Thaler, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen. Ja, neues Ding. Und deswegen, Gastgeschenk ist immer Sissi Thaler. Aber es ist einfach, weil man muss nicht überleben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dir die Kamera zu geben. Wir werden den Schlaf definitiv. Wir werden den Schlaf.
definitiv. Wir werden den Flug definitiv zum Schlafen nutzen. Dem hat sich jetzt leider bei der zweiten Probe, beim zweiten Tanz, am Knie wehgetan und schaut nicht gut aus. Dritte Probe konnten wir nicht machen. Bei dem, wie geht's? Es ist jetzt ein bisschen weggegangen, aber ich muss schauen, dass es nicht zurückkommt. Wenn ich sitze, ist gut, aber wenn ich fange an zu bewegen, dann spüre ich an ihnen eine scheiß Schwäche da, dass mein Knie einfach nicht haltet. Ich weiß nicht, was das ist. Wir versuchen jetzt zu überlegen, was am gescheitesten ist zu machen. Ruhe geben, massieren, was du sagst, vielleicht ist das das gleiche Schmerzen, was du hast. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen Deodorant geben. Ist nicht schlecht. Armes Knie. Gib Knie gute Energie. Ich gebe Knie gute Energie. Wir brauchen dich noch, Knie. Ja, Knie haltet dich in die Ja. Bei dem. Okay. Wir haben ja noch 3 Stunden Zeit bis zum Auftritt. Es ist 11.36 Uhr. Das ist die liebe Katrin, eine Namensvetterin, die sich bereit erklärt hat und Gott sei Dank Zeit hat, Vadim zu behandeln. Sie ist Physiotherapeutin, auch Tänzerin, gell? Ja. Und deswegen hatten wir das Glück, einen Termin zu kriegen. Und ja, ich hoffe, alles wird gut und wir können tanzen danach. Da werde ich mich jetzt schminken und fertig machen. Man muss immer improvisieren können. Kommt ins Therapiezentrum. Wie heißt ihr? Therapiezentrum Frohnau Klinike. Frohnau Klinike. Alright, los geht's. Erste Show. A tribute to James Brown. Let's go, baby. Schnell umziehen. Wollt ihr bei dem nackt sehen? So sieht deine Tanzunterhose aus. Mr. Gray, are you ready to dance? Mrs. Steele, we're ready to go. The public is waiting. Wie geht's deinem Knie? Mein Knie hat überlebt den letzten Tanz, aber im 50 Shades, das ist passiert. Das passiert in der Generalprobe, darum haben wir ein bisschen Angst. Ich bin ein bisschen aber nervös. Aber ich bin in Gedanken immer bei dir und auch in echt. Danke, weil danke. Sonst kann man ja nicht tanzen. Also, wir müssen los. Bis später. Geh mal. Thank you.
ist nach jedem Tanz rot. Ich frage mich, warum. I don't understand. Seht ihr das? Tussi. Vielleicht ist das ein Pickel. Oder ich weiß es nicht. Oder du hast mir die Nase gebrochen, Gabriel. Ich bin ein Alkoholiker. Aber ganz rot. Anyway, jetzt habe ich mein Refugees-Kostüm schon an. Aber dazu noch das Make-up. Das passt natürlich nicht. Das ist immer die schwierigste Pause zwischen dem zweiten und Refugees, weil wir uns umstylen müssen. Deswegen höre ich auch schon auf zu filmen. Ich wollte euch trotzdem teilhaben lassen, weil die mich nackt. So lange wie möglich nackt, damit ich auskühlen kann. Genau. Wir haben sogar noch 10 Minuten Zeit. Das waren 5. Stellt euch vor, diese Hand mal 2. Wir werden immer schneller. Bock mit deiner Hand. und jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit zum Aufwärmen. Obwohl wir eh noch warm sind. Aber zum Vorbereiten für I am a refugee. Our favorite, favorite baby. But now we have a new baby. Elizabeth. The most iconic empress in Austria's history. Known for her free spirit and beauty, her fascinating story became famous all over the world. Wer hat erkannt, dass das meine Stimme im Trailer ist? Und auch Vadims Stimme am Ende. Elizabeth, it's not just a story. It's history. Mit so viel Bedeutung. Okay, wir müssen jetzt echt weitermachen. See you after the show. Mit den Shows. Es war unglaublich. Ihr werdet die Videos sehen. Es war unfassbar. Und drei Stockwerke vom tollen Publikum, ja. Wirklich. Und drei Balkone. Gefilmt hat der liebe Murat. Lieber Murat, komm zu uns in die Mitte. Danke dir. Du kriegst jetzt auf die rechte und auf die linke Wange ein Küsschen. Danke, lieber Murat. Kein Problem. Fürs Filmen. Und du möchtest jemanden grüßen? Ja, und zwar würde ich gerne meine Partnerin Julia grüßen, Cindy und Anni. Ganz liebe Grüße, Julia, Cindy, ja, und Anni. Genau. Jetzt geht's auf die Fläche. Oh mein Gott. Was gibt's da? Schau das an. Schlange und das nach einer Stunde. I'm about to lose my mind, I'm going crazy. Lately I've been feeling every day's the same. So I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Cause I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Sitting in the crowd, feeling your heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Sitting in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Sind für euch.
deiner Show. Es war der absolute Wahnsinn, überwältigend. Ah! Ich freue mich so sehr aufs Essen, Vadim. Du kannst es dir nicht vorstellen. Gibt's vegane Pizza? Oh, einmal yeah. veganes yeah. Curry. Schaut mega geil aus. Ich mag alles. Chili, Pfeffer, was ihr habt. Verdient, würde ich sagen. Vadim, warum bist du so schwarz im Gesicht? Was ist los mit dir? Waschst du dich nicht? Ich arbeite. Alle Securities hast du beängstigt. Vadim, du kannst nicht im Flugzeug schlafen, aufwachen. Vadim, du kannst wirklich nicht im Flugzeug schlafen, das ist nicht erlaubt, oder? Nein, es müssen alle aussteigen, wir wollen alle nach Hause. Hörst du? Ich muss die Flugbegleiterin hat gesagt, du darfst nicht. Ja, so ein bisschen. Komm! Das ist immer dasselbe mit ihm. Wirklich wahr? Ja. Weil er so müde ist. Ja. Oh, Sie sind eine sehr nette Flugbegleiterin. Oh, weil normalerweise sind die viel strenger und irgendwann folgt er dann auch. Also Sie müssen jetzt leider aussteigen. Wir müssen alle schlafen. Morgen. Ja. Der will nicht aufwachen. Er ist schon munter. Komm mit ihm. Wir müssen nach Hause. Wir müssen morgen um 6 Uhr wieder weiterfliegen. Alle da. Alle sind da, um dich aufzuwachen. Genau, um mich aufzuspeisen. Ja, also komm mit ihm. Auf Wiedersehen. Sind wir aufgewacht? Ich fühle mich wie ein Eulchen. Wie ein was? Ein Eulchen. Du meinst eine Eule? Eine Eule, die sitzt irgendwie so am Abend. Das sind meine Pfötchen. Was macht eine Eule? Welches Geräusch ist richtig für die Eule, bitte? Oh!